Eure geliebte Garmin-Uhr zeigt keine WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Anrufe von einem Smartphone mehr an. Und oder eure Bluetooth-Kopfhörer lassen sich nicht mehr mit der Garmin-Uhr verbinden. Eure Garmin-Connect-App auf eurem Smartphone lässt sich nicht mehr mit eurer Garmin-Uhr synchronisieren und ihr seht eure Schritte vom Vortag, die Trainings-, Schlafanalyse oder Bodybatterie nicht mehr. Ihr habt wirklich alles probiert und habt eure Garmin-Uhr in den Bluetooth-Verbindung auch wieder neu gekoppelt und schließt und öffnet ständig die Garmin-Connect-App. Ihr seid aber auch nicht blöd und habt nicht den DND-Schlafmodus und Energiesparmodus aktiviert, wo die Bluetooth-Verbindung deaktiviert seid. Ihr seid sogar so verzweifelt und habt in Foren gar andere Garmin-User gefragt und ihr kommt nicht weiter. Dann habe ich hier in diesem Video die richtigen Lösungen für dich und vielleicht nicht mal nach 30 Sekunden geht alles wieder. Ich bin Marcel, habe einen kleinen Sportladen namens Laufbursche und wenn ihr solche Videos zu Vorstellungen, Vergleichen, Tipps und Tricks eurer zukünftigen Sportuhren sowie Laufschuhe sehen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal, lasst einen Like und Kommentar da und profitiert von meinen Erfahrungen als Sportler und Sportfachhändler. Es gibt 3,5 Lösungen der 99% der Fälle, die ihr Bluetooth-Konnektivität zwischen eurer Garmin Watch und eurem Smartphone wiederherstellen könnt. Die halbe Lösung ist nur für Phoenix und Epix-User. Das Interessante dabei ist, dass es in der Regel immer nie an der Uhr liegt, sondern an eurem Smartphone, was ich gar nicht jetzt hier habe. Das Video ist wie gewohnt in Kapiteln unterteilt, also könnt ihr zwischen dem, was ihr benötigt, hin und her springen. Bei Fragen nutzt ihr bitte die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@laufbursche.de. Gleiches gilt übrigens auch für Angebote. In der Videobeschreibung sind relevante Links, Angebote und weiterführende Informationen zu diesem Thema auch enthalten. Jetzt werde ich mit den Sachen anfangen, die man auf der Uhr machen kann. Dieses Video ist hier in zwei Lösungsobergruppen eingruppiert. Eine Sache, die man mit der Uhr machen kann und andere Sachen, die man mit der Smartwatch machen kann. Wenn ihr mit einer Lösung nicht weiterkommt, dann müsst ihr bitte zu der nächsten gehen. Das Video ist aber so aufgebaut, dass wenn ihr jetzt die Anleitung, die Lösung hintereinander befolgt, ihr definitiv zu einer Lösung finden kommen werdet. Oder halt wisst, eure Uhr ist defekt. Ich gehe davon aus, dass 99,99% von euch noch nie gehört haben, dass man die Bluetooth-Kompatibilität maximieren kann. Man muss dazu erwähnen, dass das natürlich sich positiv auswirkt, aber natürlich auch mehr auf den Akku geht. Und ganz wichtig ist, die anderen Kapitel müssen auch vollzogen werden. Beim Testen dieser Optionen ist uns bei den verschiedenen Uhren aufgefallen, dass es lediglich bei der Phoenix, Epix und Enduro 2 funktioniert. Ergo müsst ihr dann, wenn ihr nicht User dieser Uhr seid, entweder mal warten, bis das Update technisch möglich ist oder gleich zum nächsten Kapitel switchen. Kommen wir jetzt zur Einstellung. Geht in die Einstellung eurer Garmin Watch, indem ihr den Up-Button lange drückt. Dann bis zur Konnektivität, also das mit dem WLAN-Symbol, scrollen oder drücken und auswählen. Dann erscheint Telefon, welches ihr auch auswählen müsst. Dann seid ihr im Menü Telefon und müsst jetzt 6-mal die Leittaste drücken, also die Oben-Taste links, um die versteckte Option Bluetooth-Kompatibilität freizuschalten. Diese könnt ihr dann auswählen, das ist also auf Ausgestellt, auf eindrücken und könnt im Endeffekt jetzt die Bluetooth-Kompatibilität maximieren. Dieser Lösungshack ersetzt natürlich nicht die anderen folgenden Lösungshacks, zum Beispiel Bluetooth-Leichen rausschmeißen oder die Neustart der Telefone. Also bitte, wenn es nicht funktioniert, einfach zu den nächsten Kapiteln. Was jeder Garmin-User wissen sollte, ist, was ein Soft-Reset ist und wie das bei seiner Garmin-Uhr funktioniert. Das Soft-Reset kann in vielen Fällen deine Garmin-Uhr wieder zum Laufen bringen, wenn sie zum Beispiel eingefroren ist, das GPS nicht funktioniert oder vielleicht auch ihr Bluetooth-Kompatibilitätsprobleme habt. Das Soft-Reset ist einfach nur ein Zurücksetzen eurer Software, wo dabei keine Einstellungen verändert werden und auch nicht eure Einheiten gelöscht werden etc. Alles, was gespeichert ist, bleibt auch so. Dazu müsst ihr wissen, dass Garmin in sozusagen zwei Modelle unterscheidet. Einmal den 5-Knopf-Uhren, wie bei einer Phoenix, Epix, Enduro 2 Forerunner, also wo drei Knöpfe links sind, zwei rechts sind. Und in 2- bis 3-Knopf-Uhren, wie bei der Venue und der Venue Active Serie, wo ihr dann 3 oder 2 Knöpfe auf der rechten Seite habt. Bei einem Soft Reset muss die Garmin-Uhr immer eingeschaltet sein. Bei einer Phoenix, Epix, Forerunner oder Enduro 2, also einer Uhr mit 5 Knöpfen, ist es folgendermaßen so: Ihr müsst die Leittaste, also die Taste oben links, so lange drücken, bis die Uhr ausgeht. Ihr dürft dabei alles ignorieren, was die Uhr euch anzeigt. Sie wird was mit Nothilfe, Assistent etc. pp. zeigen und ca. zwischen 20 bis 25 Sekunden wird dann eure Uhr einfach ausgehen. Dann lasst ihr den Knopf los, also die Leittaste, wartet 12 Sekunden und könnt über dieselbe Leittaste die Uhr wieder anschalten. Das heißt, ihr habt innerhalb von 30 Sekunden dann ein Soft-Reset durchgeführt und könnt dann prüfen, ob euer Fehler, zum Beispiel mit der Bluetooth-Kompatibilität, behoben worden ist. Gleiches gilt bei den 2- bis 3-Knopfuhren. Nur da müsst ihr nicht die Leittaste drücken, sondern müsst den Tasten oben rechts drücken.
Und dann gleiches in grün. Ihr drückt diese Taste so lange, 20 bis 25 Sekunden, bis die Uhr ausgeht. Ignoriert alles dabei. Wartet 12 Sekunden, lasst den Knopf los und drückt über dieselbige Taste, also die Taste oben rechts, die Uhr wieder an. So habt ihr komplett ein Soft Reset eurer Garmin-Uhr durchgeführt. Das Soft Reset kann Abhilfe schaffen. Es ist wichtig, dass ihr das Soft Reset wisst. Es kann bei so viel Software, wie mittlerweile in den Uhren ist, immer irgendwas sein. Das Ding friert euch ein und dann wisst ihr schon mal, wie ihr euch helfen könnt. Und das hilft euch nicht nur, wenn man das GPS, die Bluetooth-Konnektivität nicht funktioniert, etc. pp. Jetzt sind wir beim Thema Uhr durch und kommen jetzt zum eigentlichen Übeltäter, eurem Smartphone. In 9 von 10 Fällen liegt es nämlich nicht an eurer tollen Garmin-Uhr oder auch Polar-Uhr, sondern es liegt an eurem Smartphone, was Probleme verursacht. Das ist auch immer ganz schwierig, ein bisschen rauszukristallisieren, weil viele Sachen zum Beispiel mit eurem Smartphone noch funktionieren, zum Beispiel andere Bluetooth-Kopfhörer etc. pp. Aber eben genau die Sache mit eurem Headset von der Uhr oder etc. pp. Oder direkt eure Garmin-Uhr halt nicht. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwer zu erklären. Fehlerquelle Nummer 2, nicht 1, 1 kommt nämlich danach, sind überschüssige Bluetooth-Verbindungen in eurem Smartphone. Bei uns intern in unserem Shop gerne Bluetooth-Leichen genannt. Das sind diese zig Mietautos, die man vielleicht hat, wo man immer sein Handy miteinander verbindet oder Bassboxen oder Kopfhörer, die ihr vor zig Jahren mal reingemacht habt. Und wenn ihr da mal reinschaut, erschreckt ihr euch, wie viele Jahre die da schon hinvegetieren. Und die überlagern, stören oder etc. pp. Eure Bluetooth-Verbindung zu eurem Smartphone. Zu eurer Garmin-Uhr und das ist nämlich das Problem. Also raus mit denen. Geht in eure Bluetooth-Einstellung und schmeißt den ganzen alten Scheiß, den ihr sowieso wenig nutzt, raus. Da werdet ihr richtig gute Erfolge haben. Wirklich macht das. A, werdet ihr euch erschrecken, wie viel Scheiß da rumliegt. Und B, werdet ihr richtig, richtig gute Erfolge damit erzielen. Und jetzt kommen wir zu Problem Nummer 1. Ob es mir nun glaubt oder nicht, wir haben jede Woche mindestens eine Anfrage zu diesem Bluetooth-Kompatibilität. Ob das nun bei einer 200-Euro-Uhr, 500- oder 1000-Euro-Uhr ist. Es ist egal, ob es eine Garmin Polar oder eine andere Smartwatch ist. Und 95% der Leute kommen leider nicht auf die Idee, weil sie es vielleicht auch nicht wissen, dass sie vielleicht einfach mal ihr Handy neu starten müssen, was sie seit vielleicht noch nie gemacht haben und seit 2 Jahren einfach nur an ist. Die Aha-Effekte, die wir hier teilweise via E-Mail haben, Telefon oder auch wenn hier jemand in den Sportladen reinkommt, sind da halt teilweise wirklich richtig groß, weil halt einfach die Frustration zu deiner Uhr halt schon so enorm ist, dass du dich ärgerst, dass das einfach so einfach war. Ja, starte dein Handy einfach nochmal neu und komischerweise erübrigen sich dann ganz viele Sachen. Wenn du jetzt am Ende dieses Videos das angeschaut hast und sagst, Mensch, er sagt Handy Neustart, dann schau doch bitte mal die ganzen Kapitel davor, weil wenn du das machst und das funktioniert nicht, wirst du dich ärgern, weil du musst dann mindestens die zwei Sachen davor auch machen. Manchmal sind es auch 3, weil bei Phoenix und Epix Usern ist das und Enduro 2 gibt es noch etwas mehr. Ihr könnt also noch so oft eure Garmin Connect App auf dem Smartphone öffnen und schließen. Oder die Bluetooth-Kompatibilität in eurer Uhr bei der Phoenix Epix Enduro 2 maximieren, Tipp 1. Oder halt ein Soft-Reset eurer Garmin-Uhr durchführen, Tipp 2. Oder halt auch die Bluetooth-Leichen auf eurem Smartphone rausschmeißen, das ist Tipp 3 in diesem Video. Wenn ihr nicht einfach mal auch einen Neustart eures Telefons durchführt. Bitte nicht vergessen, dass ihr, wenn ihr euer Handy neu startet, es in den meisten Fällen eine PIN benötigt, um es wieder sozusagen nach dem Einschalten freizuschalten und dass ihr für eure SIM-Karte auch eine PIN benötigt, damit ihr dann wieder telefonieren könnt. Das heißt, wenn ihr das durchführt, ja, dann muss man das halt auch einfach wissen. Einige stellen sowas aus. Ich habe es zum Beispiel drin und von daher ärgert euch nicht. Guckt vorher nach, weil sonst ärgert euch grün und blau und denkt so, was erzählt der Marcel hier für eine Scheiße, wenn ich das nicht vorher erwähnt hätte. Ansonsten, wenn ihr ein iPhone habt, dann folgt jetzt, müsst ihr Folgendes beachten. Bei einem iPhone wird der Soft Reset bei den meisten iPhones wird das Soft Reset wie folgt durchgeführt. Ihr drückt die Lautstärke-Taste lauter und lasst sie schnell wieder los. Ihr drückt die Leiser-Taste auch kurz und lasst sie schnell wieder los und drückt die Seitentaste so lange gedrückt halten, bis das Apple-Symbol kommt und im Endeffekt ihr eine Auswahlmöglichkeit habt. Was auch funktioniert und ich immer mache, ich drücke die leise Taste links und die Seitentaste rechts gleichzeitig und dann kommt diese Option auch, dass ihr oben dann Ausschalten drücken könnt. Bei einem Android-Telefon ist es nach meiner Recherche relativ identisch. Da gibt es sehr, sehr viele Marken. Bitte beschäftigt euch da mit einem Soft-Reset selber. Ich habe nochmal geschaut. Also da ist es auch, muss die Leiser-Taste und die Seitentaste rechts auch zusammendrücken. Dann soll diese Option auch kommen. Bitte probiert das. Wenn ihr das nicht findet,
bitte einfach googeln Soft Reset eures Smartphones, dann werdet ihr sehr, sehr schnell fündig werden. Bitte die Sache mit dem PIN und der SIM-Karte nicht vergessen, dass ihr dafür einen PIN benötigen könntet. Ihr habt jetzt erfahren, bevor man seine Uhr vielleicht beim Garmin-Service oder bei seinem Händler anmeldet, dass es dort für Phoenix, Epix, Enduro 2 User vielleicht 4 Optionen gibt, die man vorher probieren kann und dass es in den meisten Fällen halt an einem Smartphone liegt, was nie ausgeschaltet worden ist und etlichen Bluetooth-Leichen, die man Step-by-Step über die Jahre angesammelt haben und die einfach die ganzen Verbindungen stören. Ein Soft-Reset eurer Uhr oder dass ihr bei einigen Garmin-Uhren bei der Phoenix, Epix, Enduro 2 auch die Bluetooth-Kompatibilität maximieren können, hilft euch natürlich mehr zum Verständnis eurer Garmin-Uhr und gerade wenn ihr wisst, wie ein Soft-Reset eurer Garmin-Uhr funktioniert, habt ihr auch die Option, gerade bei anderen Problemen, die ja mal auftreten können, dort schnell und effizient für euch eine Lösung zu schaffen und einfach dort keine Frustration entsteht. Falls ihr Fragen habt, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail oder mir eine E-Mail an kontakt@laufbursche.de. Unten auch bitte mal immer in die Videobeschreibung gucken. Dort gibt es immer relevante Links, Angebote und weiterführende Informationen. Falls ihr Angebot braucht, dann guckt rein oder schreibt mir. E-Mail habe ich ja gesagt. Wer uns noch nicht kennt, ich blende einfach mal hier separat einfach ein paar Infos zu uns ein. Hervorheben möchte ich natürlich, dass wir regelmäßig und schnell erreichbar sind, vor allen Dingen per E-Mail. Das heißt, wir antworten, haben sozusagen so ein Antwortversprechen, dass wir alle spätestens nach 24 Stunden euch schriftlich antworten, meist nach wenigen Stunden. Das gilt auch sonntags, Weihnachten, Sankt-Nimmermeins-Tag, Silvester, ZBP, das bin dann meistens ich, die antwortet. Und was vielleicht auch für euch ganz schön relevant sein könnte, ihr kauft euch so eine teure Uhr und dann kann euch halt keiner helfen, wenn ihr ein Problem habt. Bei uns ist es anders, wir kennen unsere Probleme und wir lassen euch nicht wie dieses große Online-Versandhaus mit den großen A einfach im Regen stehen. Und da heißt es einfach, schickt doch zurück. Ja super, da haben wir mit der Umwelt auch viel getan. Im Endeffekt hast du dann vielleicht immer noch nicht ein Soft-Reset kennengelernt und wäre das ganze Ding erledigt gewesen und du verteufelst dann zum Beispiel Garmin hier und sagst, nie wieder eine Garmin-Uhr. Dabei hat es eigentlich gar nicht wirklich an der Garmin-Uhr gelegen, sondern einfach an dem fehlenden Support, den du bei uns bzw. bei mir bekommen wirst. Dafür stehe ich mit meinem Namen, wurde der Herr Hipner, falls jemand diese Werbung noch kennt, Hipp, diesen mit dem Babybrei. Ansonsten kommt vorbei, abonniert diesen Kanal. Ich freue mich immer, wenn jemand vorbeikommt oder als hier was bestellt, kauft, sich mit mir unterhält oder einfach uns bei YouTube folgen. Das freut mich, euer Marcel von laufbursche.de, der Sportladen.